Yo, hey Leute und herzlich willkommen, gleich mal ein fetter Versprecher zu Beginn, zum Wochencheckup. Das 20. dürfte es sogar schon sein, also seit 20 Wochen mache ich dieses Projekt. Oh Mann, das fängt ja nicht gut an, dann kommt gleich die Meldung. Schlechter Start. Ja, ups, okay, wieso, jetzt passt. Jetzt hat's geklappt. Ja, gleich mal ein fetter Versprecher. Und ich wollte sagen, zum Gold-Event, also Wochencheckup zum Gold-Event. Das ist die 20. Ausgabe, das heißt, seit 20 Wochen mache ich das Ganze schon. Ist so ziemlich eins der ersten Projekte, die ich gemacht habe. Und ich musste jetzt echt Camtasia Studio, also das Programm, nicht das andere schließen, weil sonst funktioniert hier gar nichts mehr. Ja, Gold-Event. Oh, viel zu sagen gibt's nicht. Ich meine, es war ja schon oft genug, also es sollte eigentlich jeder wissen, was Gold Event ist. Also es ist einfach fünffache Goldrate, glaube ich. Dürfte es sein, fünf oder zehnfach, irgendwie sowas. Auf jeden Fall kriegt man mehr Gold. Sagen wir es mal so. Und gut, die Post lassen wir gleich. Die hängt eh immer beim ersten Mal öffnen. Da braucht man gar nicht reinschauen. So, jetzt dürfte es einen Gegenkampf geben. Genau, da haben wir doch gleich einen gegen Blutpfad, den wir jetzt neuerdings eigentlich wieder gewinnen sollten. Ich überspringe jetzt einfach mal. Und ja, haben wir wieder Haus hoch gewonnen. Wir wissen nicht, ob es mit Absicht ist, weil es könnte sein, dass Blutpfad jetzt wieder abbauen will, damit wir keine Angriffe mehr machen können. Also, sie wollen uns echt eine reinwürgen. Ich weiß nicht, womit wir das Ganze verdient haben. Ja, hier queste ich teilweise auf Gold, nicht immer, und ja, ich schaue halt, also wenn es wirklich schlechte Erfahrungsquests sind, nehme ich natürlich die beste mit Gold an. Ups, nee, auf Charakter, damit er nicht stört. So, Server 3. Gibt's, ja gut, überhaupt nicht zu sagen eigentlich. Da haue ich gleich die Quest rein. Dürfte auch eine Gold-Quest werden. Die. Ja, doch, die. Schauen wir mal in den Laden, vielleicht gibt es da ja eine kleine Epic-Überraschung, was mich allerdings sehr wundern würde bei Gold Event, weil die haben im. Also es gibt so Gerüchte, also ob es ein Gerücht ist, weiß ich nicht, vielleicht steht es im Forum, habe ich nicht nachgeschaut, im Shakes and Fidget Forum bin ich allgemein nicht so aktiv. Schaue ich, wenn dann nur wirklich bei großen Update-Ankündigungen rein, ansonsten eigentlich gar nicht. Gibt es so ein Gerücht, dass die Epic-Rate in. Ja gut, in der Taverne war sie eh immer schon extrem niedrig, auch beim Epic-Event. Aber in den Läden sollen sie es auch nochmal verringert haben. Irgendwie fast sogar um die Hälfte oder so. Also soll schon echt krass sein, dass die jetzt fast gar keine Epics mehr bekommen teilweise. Kann ich nicht bestätigen, da ich ja kaum geblättert habe. Also ich habe dann noch außerhalb des Videos, also nur für mich sozusagen, noch ein paar Tränke erblättert. Aber das waren echt nur 50 Pilze auf S20 und 25. Und ja gut, also das, da waren, glaube ich, im Zauberladen waren Epics dabei, bei jedem eins, aber im Waffenladen habe ich bei meinem Kundi 50 Pilze reingeklatscht, nur um mal zu schauen, ob es wirklich stimmt. Stimmt schon, also gut, 50 Pilze heißt jetzt nicht, dass man da bei Epic Event automatisch ein Epic bekommt, aber schon sehr wahrscheinlich eigentlich, weil bei 50 mal Normalblättern ist schon die Wahrscheinlichkeit auf dem Epic recht hoch gewesen. Jetzt ist es ja nicht mehr. Ja. Etwas blöd, also vor allem halt die Leute, die sich jetzt zum Beispiel so ein ganzes Dämonen. Oh, hier ist wirklich ein Gildenkampf. So ein ganzes Dämonenset erblättern wollten. Ich meine, das ist halt total blöd, weil die gucken jetzt halt dumm aus der Wäsche. Die. Ups, hier habe ich die Lautstärke wieder angestellt, weil ich mache die meistens aus, damit es nicht nervt. Die Vuvuzela kennt ihr ja. Ist so ziemlich das nervtötendste Geräusch der Welt. So. Also hier sind die Erfahrungsquests neuerdings so schlecht. Also ich fühle mich echt, als wäre ich irgendwie in einer Levelbremse oder so. Also die besten Quests, die ich bekomme mit Level 288, sind tatsächlich 1 Million. Wenn ich mal Glück habe, sind es 1,2 und eine rote mal mit 2 Millionen. Aber ja, früher habe ich sowas dauernd bekommen. Und ja, leider können wir noch nicht spielen. Ein Epic würde noch fehlen. Aber gut, ich habe jetzt erstens keins und zweitens, naja, gut. Die 2 Tage können wir schon noch warten, ist dann leider nicht im Video. Vielleicht mache ich ein kleines Special, aber wohl eher nicht. Ich kann eh kaum was herzeigen und das, was ich herzeigen kann, mache ich im Wochencheckup. Logischerweise. Ja, 9 Millionen auf was für Skill Mass? Genau, ich bin momentan am Intelligenz-Skillen.
Einfach zum Verteidigungswert, weil der hier allgemein extrem niedrig ist. Also mein Magier auf Server 1 hat einen wesentlich höheren Wert als der hier. Was schon ziemlich peinlich ist. Und ja, jetzt fehlen noch 6 Werte. Das sollte mit dem Gold aufgehen. Doch, ja, doch, passt. Jetzt noch dreimal. Jo. Oder? Ne, noch einmal. Zweimal. Jetzt passt. Gut. Ah, ist genau aufgegangen. Also gut, es wäre noch einmal mehr gegangen, aber ich meine jetzt, dass kein anderes Game mehr machbar ist. Und hier dürfte es einen Gegenkampf geben, weil keine kleine Verzögerung da ist. Komme ich überhaupt dran? Ja. Achso, das ist gegen Magic Dreams. Kein Angriff, ist eine Verteidigung. Dann werden wir es wohl auch verlieren, denn zu dritt werden wir kaum die 6-7 Leute da packen. Oh, ja, aber 3 Stück haben wir noch gepackt. Wir sind einfach die Power-Kundis, aber die gegen die Magier ist einfach kein Gras gewachsen, weil die ganzen Krieger, bis auf The Pain, sind alle bei Goldbunker. Und ja, von daher haben wir eigentlich keine Chance gegen die. Im Laden? Habe ich da. Ach, jetzt nervt doch. Ich habe doch Camtasia geschlossen. Vergessen wir es. Die Warnmeldung, die gehört einfach zum Video dazu. Ich finde schon, keine Ahnung, es gibt doch kein Shakes and Fidget Video, wo das nicht drin ist. Also, ja, nicht mehr wegzudenken schon fast. Wahrscheinlich kommt es nur deswegen. Ach, verdammt. Mist. Verdammt. Okay, gut, ich habe jetzt das Skin von den Chars vergessen. Gut, dann macht jetzt ein Turmversuch auch nicht wirklich Sinn, denn bei denen macht ja ein Level schon wirklich was aus. Das sind ja teilweise 50 Skillpunkte von denen. Wow. Das war ein geiler Versuch. Aber so sieht's nicht immer aus. Keine Sorge, also ist jetzt nicht so, dass ich die immer beim zweiten, dritten Versuch auf 3 Millionen klatsche. Das war jetzt echt ein Glücksversuch. Hier jetzt zum Beispiel 12 Millionen, also. Wenn die alle geskillt sind und ich vielleicht 290 bin, dann und nach dem Gold-Event, dann sage ich mal, ist sie machbar. Ja. Gut, der darf ausnahmsweise nerven, weil er 300 Alucha ist. Entschuldigung. Ja, S23. Was gibt's denn hier Neues zu berichten? Wir starten, ja gut, heute in 12 Stunden oder 13 Stunden dann Raid, wenn ich dann wach bin und wieder am PC hocke. Und das nicht vergesse, manchmal hocke ich auch so schon eine Stunde am PC und denke mir, ach, ich bin ein Trottel. Ja gut, das brauchen wir jetzt wieder nicht zeigen. Irgendwie die Post, immer wenn ich einen neuen Server, also wenn ich einen Server aufmache, dann hängt immer alles erstmal. Das muss ich erst einspielen, habe ich so ziemlich das Gefühl. Der ist neu beigetreten. Aber der wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr on sein. Willkommen bei uns. Yeah, so begrüße ich jedes neue Mitglied. Probiere ich zumindest, also wenn ich nicht on bin, während der reinkommt, dann tut's mir leid, aber wenn ich es dann nicht sehe, also ich schaue jetzt nicht jeden Tag wirklich die Mitgliederliste durch und notiere mir, wer da neu ist und wer nicht, also wenn ich es nicht sehe, dann sorry, dass ich nichts sage, aber das ist wirklich nicht mit Absicht, dass ich da jemanden übersehe, also ja, und ich antworte auch nicht immer, also wenn mir jemand schreibt, kann ich in die Gilde oder hey, ich finde deine Videos toll, kann ich in deine Gilde, ich würde mal mit dir zusammen gern spielen. Ich meine, okay, gut, dann lade ich den ein, aber ich, also jetzt wirklich jedem Einzelnen zurückzuschreiben, hey, ich freue mich, dass du dabei bist und ich schicke dir eine Einladung und bla bla bla, da müsste ich da echt viel Zeit investieren und die habe ich jetzt, also ich habe sie schon, aber jetzt wirklich nur für die Gilde, die jetzt sowieso nicht so die beste ist und einfach nur so eine Fun-Gilde, also wirklich, wirklich ernst ist hier eigentlich nichts mehr. Ja, einfach nur noch so eine Gilde aus der Lust, Lust am Spiel. Ja, was anderes ist es eigentlich nicht mehr. Es war ja mal wirklich ein ernstes Projekt, aber seit ich halt nicht mehr Pilze, ist es halt komplett den Bach runtergegangen. Die Gilde war ja mal Rang 10, also. Ja, gut. Okay. So lässt sich's leben. Also, das war jetzt nicht geplant. Oh, ja, für ein Raid. Doch, für ein Raid wäre die ganz nett. Ich habe sie unten aufgeschrieben. Ganz unten. Kundschafter, ja, passt. Aber deswegen werden wir ihn trotzdem nicht schaffen. Beim letzten Mal hat er noch die Hälfte gehabt. Und seitdem haben wir uns wieder 2, 3 höhere verlassen. Von daher wird's wohl nichts. Aber naja, über die Waffe, über die Epikwaffe freut man sich doch immer.
Ich hätte mal gern dieses Dämonenschwert da und dieses andere, dieses, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich kann das schnell im Sammelalbum zeigen, damit ihr auch wisst, was ich meine. Krieger, zack. Jetzt muss es erst wieder laden. Das ist genau wie bei dem beim Posteingang. Das muss alles erstmal laden. Wenn es dann geladen hat, dann läuft's. So. Genau. Die beiden. Ne, den hatte ich sogar schon auf S14, aber die beiden hatte ich noch nie. Das Dämonenschwert und den Dosenöffner. Das hatte ich noch nie. Bei keinem einzigen meiner Krieger. Gut, ich habe jetzt drei. Aber das hier ist eine 150er Waffe, also. Die sind ja alle schon 150, von daher könnten sie es rein theoretisch alle schon haben. Aber ja, also die beiden hatte ich echt noch nie. Komisch. Obwohl ich ja auf S23 dann auch schon geblättert habe. Wirklich merkwürdig. So, S25. Jo, kommt leider als letztes. Tut mir auch sehr leid, S300 Alu-Server, weil da verspiele ich schon ein bisschen Alu. Oh, der ist ja nicht sogar besser. Ich wollte mich gerade schon wieder aufregen, dass die Quests so schlecht sind, aber ich bin auch momentan in der 150er Bremse, dass sie eigentlich gar keine wirkliche Bremse ist. Also wirklich merken tut man es jetzt nicht, dass da so eine leichte Stoppding, so ein leichtes Stoppding drin ist. Also wirklich weniger Erfahrung gibt es jetzt nicht. Natürlich, rote Quests geben halt immer mehr, aber wurde es sogar besser, das Schild. Ich dachte jetzt schon. Da kriege ich mal wieder nichts Gescheites raus. Die Waffe kommt ins Klo, die ist jetzt auch schon wieder über 10 Level alt. Bringt. Also gut, der Gegner ist ein Geschickgegner, aber naja. So ernst nehme ich es dann jetzt auch nicht bei den Typen. Dass die Waffe dann. Wow. Ah! Ein Raid. Gut, ich werde eh nicht. Also drankommen werde ich hundertprozentig. Oh, sogar am selben. Fail. Oder war das derselbe? Ne, der kommt mehrmals dran. Yeah, besiegt. Schaffe ich noch einen? Nein, schade. Jo, ich klicke auf Überspringen, weil ich glaube, das würde ein wenig lang dauern. Oh. Oh, aber. Oh, ja. Der war echt knapp. Ja. Also. Das war jetzt nicht so ein leichtes Ding. Ah, dann melden wir uns zu Angriff und Verteidigung. Habe ich schon in den Laden geschaut? Ich glaube. Doch, habe ich. Oh Mann, auf meine alten Tage werde ich noch senil. Noch schnell skillen. Alles auf Ausdauer, weil ich momentan komplett auf Stärke gerüstet bin. Ich glaube, ich habe nur ein oder zwei Ausdauer-Items. Ja, drei. Ja, gut, aber drei von zehn. 0,33 Quote. Finsterer Reiter, genau. Also, ich habe jetzt halt komplett auf Stärke gerüstet, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn schaffen. Gut. Ja, 160 Bremse ist sozusagen wieder überwunden, falls es denn überhaupt eine gibt. Das heißt, doch, die hebe ich mir echt für 175 auf. Es lohnt sich jetzt nicht so sehr, oder? Ich weiß jetzt nicht. Ja, ich schaue einfach mal. Es dürfte jetzt ein Stärkegegner sein. Okay, gut, also der sollte mit einem Versuch down sein. Wow. Jetzt. Aber die könnten mir ruhig ein Epic geben, weil das bräuchte ich. Aber das ist wieder ein Krieger, von daher. Jetzt kommt schon eine Epic-Waffe. Okay, gut, erstmal muss ich die schaffen, aber danach kannst du mir eine Epic-Waffe geben. Wow, hartnäckig der Bursche. Wow. Okay. Ja, gut, dann hebe ich mir den mal eine Weile auf, weil so viel Pizza habe ich nicht mehr. Habe bei der letzten Aktion nicht aufgetankt. Ups. Dankeschön. Jo. So macht man das. So, machen wir noch eine Arena. Ach, erstmal nochmal skillen. Wir haben wieder ein bisschen Gold bekommen. Dreimal geht. Schwuppdiwupp. Meine Nebenskills, Gold und Verteidigung sind hier recht niedrig, wie man vielleicht eventuell schon bemerkt hat. Er hat. Das liegt. Ja, gut, die Verteidigungsskills, die gehen eigentlich. Die sind noch im Normalschnittwert. Es gibt ja auch Leute wie Papa007 aus der Gilde. Die skillen es halt überhaupt nicht. Die haben die Werte hier auf 50. Also von daher sind sie schon hoch. Aber jetzt im Durchschnitt sind sie etwas niedriger als normal. So, dann schauen wir doch mal aus meiner Gilde. Futu, 152. Was machst du hier vorne, wenn ich mit meinem Level hier hinten bin? Gut, jetzt. Das könnte sogar ein spannender Kampf sein. Weil der ist,
noch mehr auf Stärke gerüstet als ich. Dafür hat er aber auch beträchtliche 400.000 Leben weniger. Also, dass ich ihn jetzt nicht schaffe, halte ich für fast unmöglich, weil. Ja, fast unmöglich, wie gesagt. Also Sinn ergibt es nicht wirklich, weil die 38 Stärkepunkte, die kannst du in der Pfeife rauchen, die sind vollkommen egal. Die machen vielleicht, wenn es jetzt noch 20.000 Leben wären, da könnte man sagen, gut, hätte er jetzt 30 Punkte mehr, dann hätte er mich besiegt. Aber so jetzt macht es echt nichts aus. Ein Glück gut. Ja, also. Es ging. Also, er hatte einen recht hohen Glückswert, von daher war es noch im Rahmen des Normalen, dass er mich fast besiegt hätte. So, dann würde ich mal sagen, war das ein goldiges Gold-Check-up. Und ja, hoffen wir, dass die nächsten 20 Parts ohne Probleme weiter so laufen werden. Und ja, heute wieder am Samstag aufgenommen, habe ich das schon erwähnt, ich glaube schon. Gestern habe ich mit einem Kumpel gequatscht und einfach die Zeit vergessen. Dann 0:30 Uhr habe ich irgendwann mal gecheckt, dass ich eigentlich noch was aufnehmen wollte. Und dann hatte ich einfach keine Lust mehr, weil dann musste ich auch noch bei den 300 Alu-Chars endlich das Questen anfangen, damit die Alu dann auch schnell durchgeht. Und ja, gut, dann habe ich es einfach auf heute verschoben, geht ja. Also unter der Woche passiert es mir eigentlich nie, dass ich es vergesse, aber da kann es dann echt schon mal passieren. Ist blöd, ich weiß, aber was will man machen? Gut, dann war's das für diese Woche von Shakes and Fidget schon wieder. Und momentan kommen ja nur Live-Videos. Tut mir leid, aber ihr habt ja bei COD gesehen, es funktioniert einfach nicht. Also es ruckelt halt. Und wenn ihr es ohne Ruckel sehen wollt, dann müsst ihr auf den neuen PC warten. Und wann der kommt, weiß ich nicht. Also den werde ich wahrscheinlich nicht vor nächster Woche bestellen, mich informieren, was auch immer. Aber wenn er dann, also ich sage euch rechtzeitig Bescheid, ich verspreche jetzt noch gar nichts, weil es könnte auch sein, dass es erst in einem Monat ist und bis dahin kommt halt echt nur Fly und Shakes and Fidget, Brickforce gar nicht mehr, weil da liegt es nicht mal am PC, da liegt es einfach an den Servern, die sind teilweise einfach mal offline, da funktioniert gar nichts mehr, also da warte ich echt auf eine Erneuerung, weil vorher lohnt sich es einfach nicht mehr da aufzunehmen, wenn es dann einfach nicht funktioniert, wenn ich aufnehmen will, das ist dann ja auch Schwachsinn, da irgendwie was rumzuprobieren, dann irgendwie nur bildweise das Spiel zu zeigen. Finde ich halt auch scheiße und ich wette, das gefällt euch ja auch nicht. Und ja, ansonsten, in irgendein Offline-Spiel würde schon noch gehen, ich muss mal schauen. Aber wirklich komplett ruckelfrei wird es erst mit dem neuen PC laufen. Ist blöd, ich weiß, aber der Laptop war damals, als ich ihn gekauft habe, ist jetzt auch schon gute 3 Jahre her, noch kein, nicht mal ein Gamer-Laptop und von daher läuft er schon recht gut. Also er packt halt alle Spiele, aber mit Aufnahme, dann wird es halt dann echt schwierig, dass es dann komplett noch ruckelfrei läuft. Und wie gesagt, damals halt noch kein Gamer-PC und ich meine, wenn es damals noch keiner war, ist es 3,5 Jahre später halt ein veraltetes Schrottding, könnte man schon fast sagen. Bei den Neuerungen, die jetzt in den letzten 2, 3 Jahren im PC-Bereich kamen, ist es echt ein uraltes Teil. Also vor allem im Laptop-Bereich, jetzt gibt es ja die ganzen Gamer, High-End-Gamer-PCs, diese Power Alienware Gamer-Laptops und Gamer-Macs gibt es ja inzwischen schon. Also, dagegen sieht meiner natürlich extrem alt, das ist schon klar, aber mit den älteren Gamer-PCs hält er schon top mit. Wie gesagt, nur mit der Aufnahme läuft es dann nicht mehr ganz so ruckelfrei. Ist etwas blöd, ja, ich weiß. Ändern kann ich jetzt nichts dran. Leider, also. Vornächster Woche läuft sicher gar nichts. Also nächstes Wochenende schaue ich mich dann höchstwahrscheinlich mal um. Vorher wahrscheinlich noch nicht, weil ja Schule wieder anfängt. Ich habe jetzt meine 2 Wochen Ferien ausgesessen. Hab sie genossen, ja. Aber ja, das Leben geht weiter. Beziehungsweise die Schule geht weiter. Ja, kann man nichts dagegen machen. Man muss hin. Anders kann man es gar nicht ausdrücken. Man muss einfach hin. Ja, gut. Aber man will ja auch was lernen. Man will ja was erreichen. Damit man sich die ganzen Spiele hier finanzieren kann. Kleiner Scherz am Rande. Gut, dann jetzt war's aber echt. Haut rein, Leute. Kauft euch einen neuen PC wie ich. Was auch immer. Haut's rein und macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao.